Gastro-Tipps Folge 11. Wir empfehlen heute das Hotel Kristall in Fügen im Zillertal. Das Besondere an dem Haus ist vielleicht das, dass wir wirklich vor 44 Jahren mit null angefangen haben und haben natürlich ganz klein mit einer kleinen Pension angefangen. Ich bin beruflich, im Endeffekt war ich lange, viele Jahre Baumeister, habe auch alles selber geplant und wir haben mit einer kleinen Pension mit ungefähr 45 Betten angefangen. Ja, wir haben 89 Zimmer und bei den Betten, da haben wir Möglichkeiten. Wir haben im Endeffekt zwei Einbettzimmer und da geht es von einem Bett für die zwei, geht es rauf bis sechs Bett über zwei Geschosse. Und wir haben sehr viele Suiten, wo wir mit Trennwände abschließen. Also wir haben da alle Möglichkeiten. Aber das, was nicht direkt, da muss das alles im Kopf haben, weil er muss ja die Zimmer vermieten. Was ich natürlich unbedingt erwähnen möchte, wir haben einen sehr, sehr großen Garten, was ganz selten vorkommt in der Hotellerie. Es gibt einzelne Hotels im Tal, das sind Bauernsöhne, wo Grund und Fläche da war, aber nicht so wie wir, wo wir müssen jeden Meter kaufen. Das ist sicher eine der ganz großen Besonderheiten von unserem Haus. Und zum Haus gehört auch ein eigener Kräutergarten. Welche Kräuter hier verwendet werden, das wird uns jetzt der Küchenchef Martin erzählen. Also von den Kräutern haben wir eigentlich alles da, was man in der normalen Küche brauchen kann. Wie hier ein Rosmarin, Zitronenmelisse zum Auskarnieren oder auch für Desserts. Ein Salbei für Fleischgerichte, auch im Dessert- und Eisbereich verwenden wir das. Zitronentymian haben wir da hinten. Melisse für Desserts auch und das Klassische ist halt der Schnittlauch und eben die Pfefferminze, was wir da hinten mit haben. So, und dann hast du mir jetzt gerade noch was Spezielles da in die Hand gedrückt. Was ist das? Sirup sind das, steht drauf. Also was stellt er da her? Also wir haben einen wunderschönen Garten da, wo natürlich auch viele Beeren wachsen, Beeren und Blüten, wo wir natürlich auch in der Küche verwenden, wie zum Beispiel ein Fliedersirup, wo die Blüten selber verwendet werden, oder Löwenzahn. Ist ja im Frühling das ganze Zillertal gelb vom Löwenzahn. Und aus den Resten von der Siruperzeugung machen wir dann noch einen Essig draus. Und es bleibt natürlich nicht nur bei den zwei Sirup, sondern es geht vom Rosensirup, Lavendelsirup, Heusirup, also alles, was uns in den Sinn kommt. Die Küche, was bietet die? Ist es mehr das typische Zillertaler Gericht oder von wo bis wo reicht's? Also wir versuchen die heimischen Produkte oder überhaupt das, was wir im Garten zu bieten haben, zu mischen, die Zillertaler Küche oder die Roller Küche ein bisschen aufzupeppen und trotzdem den heimischen Faktor beizubehalten. Aber natürlich auch gehen wir ins Internationale und wie gesagt, alles, was uns einfällt. Es ist für Jung und Alt was da, speziell natürlich auch unser Aktiv- und Vitalprogramm, das wir anbieten. Wir haben einen Wellness-Trainer hier im Haus, der auch Tiroler Bergwanderführer ist und mit den Gästen natürlich in unserer Region hier viele Wanderungen unternimmt mit diesen Gästen, ob das im Fügener Naherholungsgebiet ist oder schöne Wanderungen während des Sommers in Hochfügen oder auch im Winter, wie es ist, auch Skiguiding in Hochfügen mit den Gästen unternimmt und somit den Gästen eigentlich unser schönes Zillertal näher bringt. Gell? Jetzt sind wir im schönen Weinkeller vom Hotel Kristall. Der Peter hat sich nochmal zu uns gesellt. Tja, was für Tropfen lagern hier? Also hier bei uns im Weinkeller, im Kristallweinkeller, lagern Tropfen aus Österreich natürlich. Dann, wir haben auch Weine natürlich da aus Frankreich, Italien, dann auch aus Spanien natürlich und natürlich auch aus Übersee, sprich Kalifornien, Chile, Argentinien, Australien, Neuseeland, bisschen unter Südafrika, also wir haben eine relativ große und breite Palette, die wir unseren Gästen anbieten. Sehr schön. Was ist denn so der älteste Wein, den ihr habt hier im Keller?
Der älteste Wein ist ein Franzose, ein Château Petrus, und zwar aus dem schönen Bordeaux mit dem Jahrgang 1966. Ja, doch, das klingt gut. Und was wir jetzt vor uns noch haben, das gute, leckere Wurst, wo kommt die her? Also diese Wurst, die Sie hier sehen, oder diese hausgemachte Wurst, die Sie hier sehen, das ist unsere Jagdwurst, die wir selbst produzieren. Mhm. Unser Jäger ist auch Metzger zugleich und der produziert diese wunderbare Wurst mit diesem wunderbaren Duft, der uns leider jetzt nur uns vorgehalten wird und nicht unseren Gästen. Aber sie ist sehr zu empfehlen und schmeckt eben ausgezeichnet auch zu diesem Rotwein dazu. Und ich denke mal, jeder, der in den Genuss kommen möchte, einfach hier buchen natürlich, klar. Dann hat er bestimmt auch die Möglichkeit, hier im schönen Weinkeller sich mal niederzulassen und sich hier zu gesellen. Genau so ist es. Wir haben also wöchentlich Weinverkostung hier bei uns im Haus. Also mit mir, also ich bin ausgebildeter Diplom-Sommelier. Und natürlich auch unser Oberkellner, der Michael, ist jetzt auch dabei, diese Prüfung zu machen. Und da haben wir eben die Möglichkeit, hier in unserem schönen Weinkeller diese Weinprobe zu machen mit 8 bis 10 Gästen und dann anschließend eben verschiedene Weine eben mit diesen Köstlichkeiten zu verkosten und den passenden Wein dazu zu finden. Ich denke mal, das machen wir jetzt einfach, oder? Das probieren wir jetzt. Gut, zum Wohl. Zum Wohl. Wer jetzt wirklich dann noch ein bisschen mehr erfahren möchte, kann natürlich bestimmt auf der hauseigenen Homepage sich noch ein paar Informationen holen und nehme auch an, das Hotel und sein Zimmer buchen. Genau so ist es. Also wir haben natürlich eine hauseigene Homepage. Sie erreichen uns natürlich unter www.kristall-vital.at und für alle jagdbegeisterten Gäste haben wir auch eine Jagd-Homepage hier, und zwar ist das jagdurlaub-tirol.at, und die ist seit heuer eben online und die Nachfrage auch ist sehr groß, sage ich einmal, und dann haben sie eben die Möglichkeit in unserem 1800 Hektar großen Jagdrevier, ich sage jetzt einmal, Wildbeobachtungen mitzumachen mit unserem Chef Herrn Wetscher oder auch mit einem unserer Jäger und dort, ich sage jetzt mal, verschiedene Wildarten, wie zum Beispiel Rehwild, dann auch Rotwild oder eben Gamswild in freier Natur anzuschauen. Mhm. Klingt alles sehr interessant. Und das Hotel selber nochmal, abschließend sagen wir es nochmal, wo findet man es genau, die Adresse? Sie finden unser Hotel im vorderen Zillertal, in, ganz genau gesagt in Fügen. Fügen liegt ungefähr, wenn Sie von der Autobahnabfahrt kommen, circa 10 Minuten. Und wenn Sie ein Navigationsgerät haben, dann einfach eingeben die 6263 für Fügen und die Hochfügener Straße Nummer 63. Dann finden Sie unser Haus. Also gut, dann hoffen wir, dass wir hiermit vielleicht doch ein bisschen Anregung schaffen konnten, damit noch viele Gäste bei euch sich einfinden und vielleicht mit dem Chef die kleine Wildtour mal durchmachen oder auch sonst sich im Hotel sich entspannen können und den Wellnessbereich genießen können. Ich bedanke mich recht herzlich und alles Gute, weiterhin viele Gäste.